liebe Gäste, willkommen! Herein! Hereinspaziert! Auf Schloss Branitz! Kommen Sie, meine Untertanen, seien Sie herzlich willkommen in unserem Park und Schloss. Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle, Hermann Fürst von Pöcklamuskau, Standesherr hier in Branitz und meine entzückende Gattin, Fürstin Luzi. Tochter des berühmten Reichskanzlers Fürst von Hardenberg. Ja, Hermann, dessen große preußische Staatsreform eine blutige Revolution verhindert haben. Glaub mir. Ja, aber jetzt geht es nicht um den Fürsten von Hardenberg, jetzt geht es um uns und um unser Schloss. Seien Sie also herzlich willkommen und folgen Sie uns. Hereinspaziert. Und nun, meine Damen und Herren, sind wir in der Bibliothek, das eigentliche Herzstück des Schlosses. Meine geliebten Bücher. Ja, einige fehlen. Da haben doch ein paar russische Offiziere nach dem letzten Krieg sich einige ausgeliehen und sie nicht wieder zurückgegeben. Haben Sie zufällig auch noch Bücher zu Hause, die Sie ausgeliehen haben, die vielleicht mir gehören? Na, ich will jetzt nicht über ausgeliehene Bücher reden. Das Schönste und Interessanteste in meiner Bibliothek ist natürlich der Aktenordner Liebesbriefe zur nochmaligen Verwendung. Ja, Sie haben richtig gehört, meine Damen. Liebesbriefe zur nochmaligen Verwendung. Ich war nämlich einer der Ersten, der überhaupt eine Kopiermaschine benutzt hat. Und so habe ich von jedem Liebesbrief eine Kopie angefertigt und ordentlich abgeheftet. Man weiß ja nie, ob man es nochmal braucht. Und ich sage Ihnen, dieser Aktenordner war eine außerordentlich nützliche Angelegenheit. So, wir gehen jetzt mal ins Musikzimmer. Ich glaube, Luzi übt wieder. Wenn Sie schon mal hier sind, dann sollten Sie unbedingt einen Blick durch dieses Fenster in den Park wagen. Eine einmalige Aussicht.